Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich eine Sandfilteranlage rückspülen und somit auch die Pumpe natürlich richtig reinigen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall zeige ich die Rückspülung mal bei meiner Sandfilteranlage von Bestway, doch das Ganze funktioniert natürlich bei anderen Herstellern und anderen Modellen relativ ähnlich. Und normalerweise wird das dreckige Poolwasser jetzt angesaugt, wird durch unseren Sand hindurchgedrückt, da wird es gefiltert und kommt dann sauber wieder zurück in unseren Pool. Über die Zeit wird natürlich immer mehr Dreck in dem Sand sich festsetzen und dadurch steigt auch der Widerstand, weswegen unsere Filterpumpe jetzt auf jeden Fall nochmal mehr Energie benötigt, um das Wasser durch den Sand durchzudrücken. Wenn unsere Pumpe eingeschaltet ist, können wir am Manometer normalerweise relativ gut erkennen, wann wir das Ganze rückspülen sollten. Jetzt ist der Druck etwa über 0,2 bar und wenn dieser laut Betriebsanleitung über 0,45 bar steigt, dann sollten wir auf jeden Fall rückspülen. Je nach Modell kann es auch 0,5 bzw. 0,6 bar sein und normalerweise sagt man auch, dass man in etwa jede Woche bzw. alle zwei Wochen einmal die Anlage rückspülen sollte. Das kommt einfach auf die Benutzung vom Pool drauf an, auf die Poolgröße und natürlich auch auf die Größe unserer Sandfilteranlage. Filterbälle sollten wir laut Hersteller übrigens überhaupt nicht rückspülen. Wenn wir die sauber bekommen möchten, dann am besten einfach mal in der Waschmaschine richtig waschen. Und hierfür habe ich natürlich auch schon ein extra Video auf meinem Kanal erstellt. Jetzt aber genug zur Theorie. Zuerst einmal sollten wir unsere Pumpe auf jeden Fall ausschalten und dann haben wir immer noch einen speziellen Anschluss. Bei mir ist da jetzt so ein Adapter für einen Gartenschlauch noch drauf. Da kann ich übrigens auch einen normalen Poolschlauch drauf geben, denn da kommt jetzt dann gleich das dreckige Wasser aus unserer Sandfilteranlage raus. Und nun geht es einfach darum, dass wir mal unseren Hebel hier oben auf Rückspülen stellen. In meinem Fall ist das dieses kleine Symbol mit den zwei Pfeilen nach außen. Und jetzt kann ich meine Sandfilteranlage nämlich einfach mal wieder einschalten und das dreckige Wasser kommt auch schon in den Eimer rein. Der Eimer ist voll, weswegen ich die Pumpe ganz einfach mal wieder ausschalte und unser Wasser sollten wir jetzt auf jeden Fall in die Kanalisation geben, außer hier ist wirklich fast keine Chemie drin, also auch fast kein Chlor, so wie in meinem Fall, dann können wir es natürlich auch mit gutem Gewissen im Garten einfach versickern lassen. Laut Anleitung sollten wir unsere Anlage übrigens ca. 3-5 Minuten einmal rückspülen, natürlich nur bei einem Gartenschlauch, bei einem etwas größeren Poolschlauch auch deutlich kürzer, doch normalerweise sagt man auch, wenn das Wasser hier vorne wieder klar rauskommt, dann kann man die Rückspülung auch auf jeden Fall schon beenden. Ich habe jetzt mal drei Eimer Wasser rausgelassen. Das Wasser kommt auf jeden Fall auch wieder klar aus meinem Schlauch raus. Und jetzt sollten wir auf jeden Fall natürlich im ausgeschalteten Zustand mal noch unseren Hebel auf Nachspülen bzw. Spülen stellen. In meinem Fall ist das dieses Symbol mit dem kleinen Wassertropfen hier. Das hat einfach noch den Sinn, dass jetzt nochmal der letzte Dreck wirklich in den Eimer reingespült wird und nicht in unserem Pool landet. Und auch das Sandbett in unserer Sandfilteranlage wird jetzt nochmal schön gerade gemacht. Deswegen noch einmal circa eine Minute lang bzw. bei mir 1-2 Eimer rauslassen. Bei mir sollte das auf jeden Fall wieder passen, auch beim Nachspülen kommt hier vorne nur noch klares Wasser raus, weswegen ich meine Pumpe wieder ausgeschaltet habe, stelle sie hier oben am Hebel mal auf normales Filtern, was bei mir einfach dieses kleine Dreieck bzw. der Play-Button ist, kann mit gutem Gewissen meinen Anschluss hier wieder runter machen, da jetzt da einfach kein Wasser mehr kommen sollte und ich kann meine Pumpe auch mal wieder anschalten. Somit haben wir auch schon eine Sandfilteranlage richtig rückgespült und wir sollten natürlich auch darauf achten, dass wir jetzt immer noch genug Wasser in unserem Pool drinnen haben. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine neue Sandfilteranlage, speziellen Filter, Sandschlauchschellen oder natürlich auch einen Poolschlauch zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.